Funken richtig kombinieren, Struktur und Ruhe verleihen. Um die optische Wirkung der prächtigen Funken in Ihrem Garten zu optimieren, sollten Sie auf die richtigen Begleitpflanzen achten. Wenn Sie Funken richtig kombinieren, verleihen Sie dem Garten zudem Struktur und Ruhe und Sie können so fast meditativ wirkende Plätze auf Ihrem Grün schaffen. Zu den eher breit ausladenden Blattschöpfen der Funke, die zur Familie der Hosta gehören, passen alle Pflanzen und Sträucher hervorragend, die über eine aufrechte Grundform verfügen. Das heißt, jede Art von Farn- oder Schattengräser passen hier hervorragend. Zu letzteren zählen etwa Bambus, Säcke oder Rasenschmiele. Außerdem sollten Sie auf Frühblüher setzen. Wenn Sie Ihre Funken nämlich in einem eher schattigen Areal Ihres Gartens stehen haben, können Sie hier schon ab Mitte Februar mit der Gestaltung aktiv werden. Eine Kombination der Funken mit Frühblühern wie Schneeglöckchen oder echten Märzenbechern und Leberblümchen bringen einen ersten Farbtupfer im Jahr in Ihren Garten. Auch Buschwindröschen oder der hohle Lärchensporn passen hier sehr gut und bilden einen Kontrast, die diese genannten genau dann einbeziehen, wenn die Funke auszutreiben beginnt. So verdecken deren durchaus attraktive Blätter die vergilbten Blätter der Frühblüher. Hortensien oder der strauchige Schneeball passen ebenso wunderbar zu einem Funkenbeet und sorgen mit den Ball- bzw. tellerförmigen Blüten für einen optisch beeindruckenden Gegensatz in Ihrem Garten. Auch Glockenblumen oder den Storchenschnabel können Sie mit Funken gut kombinieren. Neben den genannten Frühblühern, zu denen auch die Alpenveilchen-Narzissen gehören, können Sie auch im Herbst geeignete Kombinationspartner für Ihr Hostabeet finden. Hervorragend geeignet sind hier beispielsweise Silberkerzen oder bunte Anemonen. Welche weiteren Pflanzen eignen sich noch? Die genannten Blumen oder Sträucher und Stauden sind Beispiele, die sich in vielen Gärten befinden und von Experten empfohlen werden. Haben Sie jedoch Lust, eigene Kreationen mit Funken zu schaffen, können Sie dies ohne weiteres tun. Sie sollten dann einfach bedenken, dass die Begleitpflanzen einige Voraussetzungen erfüllen müssen. Dazu gehört, dass sie die gleichen Bedingungen in Sachen Standort benötigen wie die Funke. Am besten geeignet sind Pflanzen, die aufgrund ihres Wuchses einen guten Kontrast bilden. Dies gilt für die Blüten ebenso wie für das Blattwerk. Grundsätzlich ist es einfach so, dass die Funken, die ja gerne im Schatten oder zumindest Halbschatten wachsen und gedeihen, durch ihre Blätter ein farblich sehr harmonisches Bild zeigen. Das können Sie mit den Begleitpflanzen entsprechend auflockern oder dazu einen Kontrast schaffen. Sehr gut gelingt dies beispielsweise durch filigrane Wedel und Farne oder durch Triebe der Krötenlilien, die zwischen den orchideenartigen Blüten hervorschauen. Einen ähnlichen Effekt erzeugen Sie mit Glockenblumen oder Elfensporn. Funken eignen sich übrigens für japanisch angelegte Gärten hervorragend. Für alle, die einen Japangarten haben oder sich einen erschaffen wollen, sind Funken wirklich hervorragend geeignet. Hier können Sie Funken an halbschattigen Plätzen mit Rhododendren oder anderen Waldpflanzen kombinieren. Dies gelingt sogar mit konkurrenzschwächeren Stauden. Einen besonders schönen Effekt erzielen Sie bei der Kombination der Funke mit dem Japan-Berggras oder anderen Blattschmuckstauden. Wenn Sie in Ihrem japanischen Garten auf Farbe setzen möchten, empfiehlt sich eine Kombination der Funke mit Schlangenkopfpflanzen, die rosa oder weiß blühen, oder dem Sommerphlox. Für Farbenpracht auch im Winter sorgt eine winterharte Fuchsie oder der rote Fingerhut. Auch Herbstanemonen und Sterndolde oder hochwachsende Glockenblumen vertragen sich mit der Funke hervorragend und bringen eine bunte Optik in Ihren Garten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.